Ein schnelles neues Let's Play Minecraft mit Spirit of the Ghost. Auf geht's. Wir schauen mal, was uns erwartet. So, dann brauchen wir wie immer Holz. Das ist noch recht unspektakulär. Wie immer. So, haben wir. Und das sieht man schon wieder nach einer kleinen Insel aus hier. Obwohl... Nö, das geht schon. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Holz. Eins, zwei, drei, vier. Da war gerade ein Zug. Jo, nehmen wir das noch. Okay, und das. Und dann nehmen wir noch einmal weißes Holz mit Birken. Danke. Und so. Jawohl. Da. Dann kann die Reise beginnen. Wohin? Das ist noch unklar. Ja, dann opfern wir ein bisschen was vom Eichenholz. Zack. So, dann, Backbank, kurz auf der Maus ausgerutscht jetzt. So, dann, wie immer, das erste spartanische Stückchen hier, Werkzeug. Und dann, das ist halt immer das gleiche am Anfang. Und dann schauen wir uns erstmal, wo es uns eigentlich hinzieht. Schauen wir jetzt mal, könnte hier noch eigentlich ein bisschen was liegen von den Bäumen? Vielleicht ein Apfel oder so? Nee, nur da hinten, oder? Nein. Sah so aus, aber nein. Dann ist jetzt die große Frage, wo wollen wir hin? Und dazu ist die Frage wichtig, wo sind wir gerade? Da schauen wir jetzt mal. Oh, nein, hat nicht geklappt. Dann runter. Da hinten ist eine Höhle, da gehen wir gleich mal hin. Schaut euch das Wasser an hier. Auch lustig. Da könnten wir auch hinbauen. Soll ich den Witz bringen? Nah am Wasser gebaut? Hm. So, dann gehen wir hier rein und hoffen auf Kohle. Die Hoffnung wird jäh enttäuscht. Da ist sie. So, haben wir auch gleich was zum Verheizen. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Steine gleich mit für die nächste Spitzhacke. Und dann nehmen wir hier die Kohle. Oh, wir sind gut im Tempo, würde ich sagen. Also nach vielleicht 2 Minuten Spielen haben wir schon ordentlich was gefunden. Ein guter Spawning Point. So, dann ist es eine schöne Kohleader. Wird die immer größer statt kleiner. Jo, und dann hier noch. Jo, und hier. Cool. Und dann. Oh yeah. Das ist eine richtig gute Höhle hier. Gleich Eisen. Ja, dann bleiben wir hier doch für die Nacht, oder? Okay, der Plan steht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da hoch, holen uns Erde oder so. Aha, da sollten wir nicht viel weiter graben. Ja, das ist ja cool. Da können wir eigentlich wirklich dauerhaft bleiben, ehrlich gesagt. So, was ich jetzt erstmal mache, ist hier so ein bisschen begradigen. Dazu nehme ich Erde mit und baue mir auch gleich ein Dach für die Nacht. Wichtig, die Wiese ist jetzt erstmal Nacht überleben. Erstmal ein bisschen Erde einfach, damit wir dann schön hier zumachen können. Und dann können wir ein mehrstöckiges Haus daraus bauen lassen. So, jetzt machen wir... Ah, nein. Fehler. Ah, kann ich von unten auch reparieren? Ja, jetzt machen wir erstmal hier, würde ich sagen, zu. So gedanklich wenigstens. Dann können wir hier das Dach machen, damit uns kein Monster direkt auf den Kopf fällt. Dann hier so, haben wir hier schon mal einen schönen Schutz, dann nehmen wir unser Holz wieder.
machen stattdessen Erde hin. Dann machen wir hier das Dach zu. Irgendwie schön. So wahrscheinlich eher. Ja, ganze Erde vergeudet. Aber Erde gibt es ja genug. So, dann kann man eigentlich hier die Erde nehmen. Zumindest diese überschüssige hier. Es ist gut, das kann man hier auch in der Nacht erkunden. Das ist recht ungefährlich, vor allem wenn wir es ausleuchten. Und trotzdem interessant. So ein Haus habe ich noch nie gebaut hier. Gleich in der Höhle mit Zugang zum Meer und zu außen, nach außen. Das ist ein Schaf, das nehme ich mir auch gleich. Ich werde gleich Hunger kriegen. Bleib da, bleib da, bleib da. Jetzt. So. Ja, cool. Dann kann man hier so um die Ecke bauen quasi. So, so, so. Und dann so. Bam, 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 bam. Jawohl. Dann überlege ich gerade noch, können wir hier noch zumachen? Eigentlich ja, oder? Dann baue ich doch das mal ab hier. Dann sind wir hier auch ebenerdig, haben auch gleich noch mehr Stein, den brauchen wir sowieso. Haben halt dann da hinten ein Steindach. Watch else, geht schon. So, haben wir schon eine schöne kleine Wohnung. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach hier Bruchstein, vielleicht Diorit, den braucht auch kein Mensch. Einfach nur hier das Loch stopfen. Zack, Bruchstein, bam, 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 bam. Und schon wird es dunkel, das heißt, alles ist dicht. Dann dringend schauen, dass wir eine Fackel herkriegen. Ich höre nämlich schon die Bösen. Hat es geklappt? Ja, hat. Kommen die von oben? Zack. Dann hier gleich schön ausleuchten. Bevor wir hier noch Monster spawnen in meine Höhle, das wäre die größte Gefahr. Hier schön ausleuchten. Und das soll ja der Weg werden dann. Lieber ein bisschen mehr Licht, damit mir auch wirklich nichts spawnt hier. Das höchstens von oben reinfällt oder so, aber dann kann ich mich wehren dann. So, erstmal alles absichern. Hier heller, noch ein bisschen heller, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Warum liegt da Kohle? War das Kohle? So, egal. Dann nächste Stufe, Werkbank. Schönen Platz für die Werkbank finden. Hier und daneben meinen Ofen. Ja? Okay, Ofen. Jo, jo, jo. Und dann im Ofen verheizen wir die Holzspitzhacke für Hammelfleisch und machen uns hier das so und hier, das lassen wir erstmal und dann bauen wir uns hier. Ach, ein Schwert können wir brauchen. Jetzt haben wir schon keinen Bruchstein mehr. Das ist doof. Jetzt muss ich mir nochmal, war ich ein bisschen unaufmerksam, muss ich mir nochmal so eine schlechte Spitzhacke machen und schnell ein bisschen Stein holen. Das ist ganz gut, dann kann ich hier noch aufräumen. So, Also habe ich hier Sandstein, na super, okay. Dann mache ich hier den Boden mal ebenerdig und dann kann ich mir auch eine vernünftige Spitzhacke bauen. Ja, es ist ein bisschen eine interessante Wohnform hier. Habe ich auch nie gemacht. Wollte ich aber immer machen. Aber da braucht man bestimmte Begebenheiten dafür, eben, dass man wirklich eine schöne Stelle am Wasser findet. Und dass du eben eine Höhle hast am Wasser, die dann auch gleich wieder ebenerdig rauskommt. Im Wesentlichen, das gibt es selten. Zumindest da, wo ich gesucht habe. So. Trotzdem nehme ich die natürliche Form so ein bisschen weg. Die Architekten unter euch werden mich schimpfen. So, jetzt sind meine Fackeln auch alle leer. Dann kann ich nämlich hier mal erstmal diese wieder verbrennen. Eine neue machen. Jo. 2, 3, 4. Okay, und vielleicht noch eine Steinaxt und eine Steinhacke.
Ja, und dann, ich höre die Monster und sehe sie nicht. Dann nehme ich hier meine kleinen Schätzchen, die ich vor der Haustür habe. Komm zu Daddy. Ja, viel Kohlenachschub, sehr gut. Bisschen mehr Eisen wäre mal recht gewesen. Aber Kohle auch nicht schlecht. Von Start. Und damit haben wir die erste Nacht eigentlich sicher vor oder hinter uns. Ist das, weiß ich auch gerade nicht. Wie es eigentlich aussieht, wie sehr schon Nacht ist. Werden wir gleich mal schauen. Gut. Da machen wir uns einfach hier ein Sichtfenster und es ist gerade mitten in der Nacht. Ist ein bisschen gefährlich, dass da vielleicht die Monster reinfliegen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich höre doch was. Oben. Ah, das ist mal ein Schaf oder so. So, dann heizen wir noch nicht mit Kohle wegen dem einen Eisenerz da, wegen den zweien. Joa, okay. Dann können wir noch ein bisschen da rausschauen, was es da Schönes gibt. Zum Beispiel die Schafe. Die könnten meinen Hunger stillen. Ich höre auch irgendwo die Skelette. Da ist eins. Hallo. Schönen Bogen hast du, gib mir. Okay. Da ist er scharf. Danke. Ist das da unten meine künstliche Decke, oder? Ja. Ah, cool. Und dann komme ich hier raus und auch hier. Und da gibt es Sand. Sand könnte ich mir mitnehmen. Den nehme ich gleich mit. Den mache ich mir als nächstes. Dann kann ich mir nämlich ein unterirdisches Aquarium bauen. Da kann ich mir mit Glas eine Glaswand machen, aufs Wasser zu. Das möchte ich heute noch machen in dieser Folge. So, reicht erstmal. Dann haben wir hier auch gleich eine Beleuchtung, weil wir ja die Decke durchbrochen haben. Machen sie trotzdem wieder zu. Sind genau da, wo wir hin wollten. Können wir hier noch ein bisschen das Loch im Boden wieder zumachen. Das stört mich gerade. Bisschen unschön. Sand brauche ich ja. Okay, ist egal jetzt. Dann einfach dahin. Zack. Und dann nehmen wir Kohle und machen Glas. Glas, Glas, Glas. Und Glas wollen wir dann auf jeden Fall eigentlich in die Richtung, ne? Weil da das Wasser kommt. Jetzt müssen wir nur schauen. Es wird erstmal viel Sand kommen, genau. Öffnet jetzt natürlich unsere Höhle. Das ist auch unschön. Ah ja, okay. Hier müssen wir hin, quasi. Können wir so ein bisschen deutlicher machen. Und da sind wir jetzt direkt am Wasser. Also wenn wir diese Wand wegmachen, dann fluten wir unsere Höhle. Das heißt, wir machen hier noch Platz. Ist natürlich blöd, jetzt in der Nacht den Monstern da Tür und Tor zu öffnen. Aber muss wohl sein. Dann hole ich mir, während das Glas gemacht wird, hier noch andere Steine. Diese Ebene gehen, ne? Also das auch noch weg. Sandstein. Ich habe neulich erst gelesen, dass man aus Sand den Sandstein auch selber machen kann. Ist logisch, aber bin ich nie drauf gekommen. So, jetzt wollte ich eigentlich hier oben zumachen. Hab ein bisschen wenig Steine dafür geholt. Wir haben den Granit mal losgeworden. Dann können wir unseren Sandstein nehmen, da wieder zumachen. Aber schon noch mehr. Bruchstein. So, dann haben wir das. Cool. Dann müssen wir hier dann mit Glas ankommen. Also, probieren wir es mal. Ja, und jetzt schnell hier zumachen. Glas, Glas. 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 Glas hin, Glas hin. Komm. Oh. Nein. Da, 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 da. Hin. Jetzt. Jawohl.
Okay, so. Ja, und dann hier noch. Bam. Ja, so. Ja, oh, Sandstein da oben hält's. Ja, jetzt regnet es auch noch. Cool. Jetzt muss ich hier immer ins Geflutete rein, weil ich gerne den Ausblick hätte. Den hätte ich gerne unbehindert. Ja, hier ganze Wohnung geflutet, aber gleich wird's schön. Erstmal hier zumachen. Dann haben wir hier echt ungeahnte Möglichkeiten. Jetzt einen schönen Ausblick ins Meer. Hier ist auch gleich die Wasseroberfläche. Ist genau gleich mit dem Ende dieses Stocks. Das ist ja super. Das ist genau die richtige Tiefe. Wenn wir hier Bock haben, ins Wasser zu schauen, dann können wir das hier. Oh, hier ist noch offen. So, jetzt. Cool. Da will ich mich hier häuslich einrichten. Es gibt wahrscheinlich keinen saferen Place als hier. Direkt am Wasser, eigentlich im Wasser. Könnte man hier noch so ein bisschen mit Glas auskleiden vielleicht. Und kann man hier einen Stock draufsetzen. Dann hat man hier eine Glasfront. Ja, hätte, wäre, wenn. Das sind alles Planungen fürs nächste Mal. Euer Spirit bedankt sich fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, liken, posten, whatever. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Spirit.